Hier ist es furchtbar. Unsinn, hier ist es perfekt. Wo ist der Fernseher? Hier gibt's keinen Fernseher, zum Glück. Und wo ist der Pool? Gibt's hier nicht. Wir schwimmen im See. Wo sind die Toiletten? Hier ist keine. Das war nur ein Witz. Sie ist gleich da drüben. Das ist die Toilette? So muss ein Campingurlaub sein. Oh, ach so. Bonjour-Bäume, Bonjour-Vögel, Bonjour... Bonjour. Bonjour, Monsieur. Allemand. Ich glaube, das heißt willkommen. Gib mir mal ein Holzhering, Henry. Regardez, qu'est-ce que vous faites? Impossible. Ach, wieso fahren wir nicht ins Ferienparadies? Gemütliche Betten und heiße Duschen? Das ist kein Campingurlaub. Bonjour, Camping. Wir bleiben hier, Henry. Also hör auf, so ein Theater zu machen und genieß deine Ferien. Schlimmer hätt's nicht werden können. Wer nicht reinspringt, ist ein Weichei. Ihr... Oh, kommt, ihr beiden. Oh, es ist herrlich. Oh. Viel besser als ein Swimmingpool. Stimmt's, Peter? Viel besser. Komm auch rein, Henry. Nie im Leben. Der See ist dreckig. Und da sind bestimmt Schlangen drin. Schlangen? Jetzt stell dich doch nicht so an. Rein mit dir. Nein! Na los, ein bisschen Schlamm hat doch keinem geschadet. Ja. Ich hasse die Natur. Was war das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Werwolf. Gar nicht wahr. Du willst mir nur Angst machen. Au! Das warst du, Henry. Nein, ich war's nicht. Siehst du? Das war ich nicht. Ich glaube, das war eine Eule. Oder ein Werwolf, der so tut, als wäre er eine Eule. Werwölfe sind ziemlich schlau. Na dann, schlaf gut. Oh, Henry, ich muss auf die Toilette. Dann geh doch. Aber es ist so dunkel. Und da ist doch vielleicht der Werwolf. Jetzt geh schon. Ich halte Wache mit der Taschenlampe. Werwölfe mögen kein Licht. So, jetzt ist er vor dem Werwolf sicher. Oh, es ist zu dunkel hier drin. Und es stinkt. Henry? 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 Verzeihung, falsches Zelt. Imbecil! Henry, was ist los? Wo ist Peter? Peter? Der schläft. Henry ist mit meiner Taschenlampe weggegangen und hat mich in der Toilette gelassen. Henry! Ich weiß, ich bin schrecklich. Schick mich nach Hause, bitte! Oh nein, bestimmt nicht. Dein Vater möchte in der Natur sein und wir bleiben alle hier. Wieso können wir nicht in unserem Garten zelten? Da sind wir auch in der Natur. Und es gibt eine ordentliche Toilette. So ein Unsinn, wir machen hier Urlaub. Komm mit, Peter. Ich dachte, ein Familienurlaub sollte allen Spaß machen. Natur. Ha! Das ist es! Genau! Sie wollen in der schönen Natur sein? Dann kriegen Sie Ihre schöne Natur. Oh,
los. Haut ab. Oh, nein, weg. It's so easy being me. I'm Also, es gab leider eine Planänderung. Die Eiscremefabrik ist heute geschlossen. Und deshalb sehen wir uns stattdessen das Museum an. Das Museum? Aushalten können. Und setzt euch bitte alle auf euren Hosenboden. Gehen wir doch woanders hin. Die Museen sind doch voll langweilig. Guten Morgen, Kinder. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Und ich bin Frau Knirsch. K-N-I-R-S-C-H. Ich habe heute das Vergnügen, eure Museumsführerin zu sein und euch alles zu zeigen. Ich will die Dinosaurier sehen. Ich auch. Ich fürchte, das ist leider nicht möglich. Unsere neue Dinosaurier-Ausstellung ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Und wo haben Sie die eingeweckten Könige? Du bist mir ja ein aufgewecktes Kerlchen. Eingeweckte Könige ist lustig. Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Eine Mumie. Unglücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen. Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist. Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann. Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können, haben wir einen ganz besonderen Raum. Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen. Folgt mir, Kinder, und nicht rennen! Mal herhören. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert. Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Nicht! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich! Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an! Ah! Der hat geredet! Der Typ da hat geredet!
ja? Interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Na, geht es dir ein bisschen besser, Henry? Nein, ich muss allergisch gegen das Schulessen sein. Oh, Unsinn, du bist vor Hunger umgefallen. Also hier ist dein Essen. Ich habe dir extra viel drauf getan. Und du stehst erst wieder auf, wenn du alles aufgegessen hast. Oh, Igitt. Es geht doch nichts über einen frischen Salat, oder? Genau. Alle Freunde in meiner Klasse bringen ihr Pausenessen mit. Ich hab's dir schon mal gesagt. Nein, das ist zu aufwendig. Und du isst nie, was wir dir einpacken. Aber ich hasse das Schulessen. Ich mag das Schulessen. Das schmeckt ganz lecker. Klappe, du Zwerg. Mama! Henry lässt mich nie was sagen. Sei nicht so gemein, Henry. Bitte. Bitte darf ich Pausenbrot in die Schule mitnehmen? Na ja, wenn du versprichst, alles aufzuessen. Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Gehörst du auch zu uns, Henry? Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lass mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein Muffin. Ja, ganz genau. Süßes ist verboten. Oh, das ist echt gemein. Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen. Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag. Gib mir deine Süßigkeiten. Yeah. Oh, ist doch nur Plastik. Jetzt hab ich dich. Wenigstens ein Ort, an dem ich vor der miesen Martha sicher bin. Oh. Hä? Sowas. Leckereien? Hat keiner von euch Leckereien dabei? Wenn du mir nicht sagst, wo Laura ihre Leckereien versteckt hat, dann isst du in der Schulkantine, Andi. Und so viel ich gehört habe, gibt's heute ekligen Eintopf. In ihren Socken. Dominik hat seine unter den Tisch geklebt. Au! Henry hat einen Schokoladenkeks in seinem Fußballschuh.
Wenn ihr mir nicht sofort sagt, wo Henry seinen Schokoladenkeks versteckt hat, dann esst ihr alle wieder in der Schulkantine. In seiner Mandoline. It's so easy being me. I'm hard. Ich habe ein blaues. Grün. Ich gelb. Martin? Keine Ahnung. Es ist schwarz, wie das Loch in deinem Hirn. Was für ein Dingster habt ihr denn? Tja, also ich hab eins in Silber. Das gibt's nicht. Ha, das ist noch gar nichts. Ich hab ein goldenes. Wahnsinn. Hast du ein Glück. Sieht das schön aus? Dürfen wir sehen? Wow, ein Junge mit einem goldenen Dings, da könnte alles kriegen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Daheim. Das bringe ich doch nicht in die Schule mit. Da könnte es jemand stehlen. Meine Pausenbox wurde auch mal gestohlen. Blödsinn! Du hast gar kein goldenes Dings da, Henry. Das sagst du nur so. Wenn du eins hättest, würdest du es überall rumzeigen. Mach schon, Henry, zeig's uns! 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 Na gut, morgen. Und ihr werdet ganz schön blöd gucken, wenn ihr es seht. Ha! Wir warten auf dich! Jetzt muss ich mir was Oberschlaues einfallen lassen. Das Schachspiel, die Murmeln, die Münzsammlung. Was machst du, Henry? Ich überleg nur, was ich will, wenn du weg bist. Tut mir echt leid wegen dem goldenen Dings da. Wieso? Jeder will doch ein goldenes haben. Aber was ist mit dem Fluch? Welcher Fluch? Es stand in allen Zeitungen. Jeder, der ein goldenes Dings da besitzt, stirbt einen grausamen Tod. Das ist gar nicht wahr. Ist es schon. Weißt du nicht, was diesem Mädchen passiert ist? Das hat auch ein goldenes Dings da gehabt. Und sie ist ins Klo gefallen und ertrunken. Und dann war noch dieser Junge, der ist mit seinem goldenen Dings da und seinem Hund spazieren gegangen. Und sie fielen in ein Loch aus geschmolzener Lava. Und alles nur wegen dem Fluch des goldenen Dings da. Oh nein, ich hab ihn gesehen. Den riesengroßen, pechbringenden Pechvogel. Das ist ein Zeichen, dass du verflucht bist. Nein, ich bin überhaupt nicht verflucht. Ich bin verflucht. Nein, ich will aber nicht sterben. Naja, wenn du das goldene Dings da einem anderen gibst, geht der Fluch an den über. Ich schätze, ich könnte dir den Fluch abnehmen. Du würdest dein Leben ja auch für mich riskieren. Henry, du bist der beste Bruder auf der ganzen Welt. Das war ja babyleicht. Laura ist da, eure edelmütige Majestät. Ich kann nicht bis morgen warten. Wenn du wirklich eins hast, Henry, dann will ich es sehen. Auf der Stelle. Peter, ich will ein paar Chips, Schokolade und noch ein bisschen extra Schokolade. Kommt sofort. Mein großer Bruder ist so mutig. Ja, ja, wie du meinst. Also, wo ist es? Es ist wunderschön. Ich will es haben. Auf keinen Fall. Ein goldenes Dings, da ist das Größte. Das gebe ich doch niemals her. Ich gebe dir eine Wasserkanone mit 2 Tanks. Die 3000? Wenn du willst. Brandneu? Noch original verpackt. Abgemacht. Morgen? In der Schule. Wie, du kommst nicht. Morgen wird ein sehr guter Tag. Schau mal. Das ist ja Wahnsinn. Wo hast du das denn her? Obercool. Ich glaub's nicht.
nicht. Ja, wie das geht. Henry! Du hast mich betrogen! Hast du wirklich geglaubt, ich gebe ein goldenes Dingster für die Wasserkanone 3000 her? Da musst du schon mehr bieten. Am Montag könnt ihr mir alle ein Tauschangebot machen. Und dann entscheide ich, ob es gut genug ist.